Vor Jahren hatte ich ein schweres Burnout. Ein Psychotherapeut versuchte mich dann aus meiner psychischen Krise herauszuholen, doch das funktionierte bei mir nicht, sagte mir Christine aus dem Bitztal in diesen Tagen. Und sie fügte hinzu, ich habe dann begonnen, Bibel zu lesen, zu beten und regelmäßig die Heilige Messe mitzufeiern. Und das hat mir aus meiner psychischen Krise herausgeholfen. Bis heute ist für mich der Glaube mein wichtigster Halt. Mich hat berührt, wie für Christine der Glaube zu einer ganz konkreten Hilfe geworden ist, ihr Leben zu bewältigen. Ich möchte hier nicht gegen Psychotherapie oder Medizin sprechen. Ist doch klar, dass diese uns Menschen sehr helfen können. Doch das Beispiel von Christina macht mir klar, dass der Glaube gerade dort helfen kann, wo Medizin und Psychologie manchmal an ihre Grenzen stoßen. Auch ich weiß aus eigener Erfahrung, wie der Glaube uns Menschen helfen kann, unser Leben zu optimieren. Oder mit anderen Worten gesagt, wie er uns helfen kann, uns lebendiger zu machen. Mir kommen dabei die Worte des Apostels Paulus in den Sinn, der an die Christen von Ephesus geschrieben hat, Gott hat uns zusammen mit Christus lebendig gemacht.